Ja, hallo und herzlich willkommen bei dem Tutorial-Video. Heute erkläre ich euch, wie man den Klassiker Bundesliga Manager Professional, kurz BMP, auch auf Windows 7 spielen kann. Als erstes braucht ihr ein Programm. Das nennt sich WinUI. Das simuliert den Amiga. Damit könnt ihr definitiv BMP spielen. Ihr seht hier die Bewertung. 96% der Leser sind zufrieden damit. Das Programm hat gerade mal 2,4 MB, also einfach runterladen, installieren. Wenn ihr das getätigt habt, dann öffnet ihr WinUI, lasst das Fenster einfach mal so irgendwo geöffnet, und ladet euch dann mein Spiel runter auf meiner Homepage grclangotscha.de.vu. Da sind wir schon. Geht auf Downloads, geht auf Spiele-Downloads, dann auf der Amiga-Version, ladet euch das alles runter. Dann braucht ihr noch ein Entpackungsprogramm. Ich würde euch WinRAR empfehlen, WinZip und alles, das geht natürlich auch. Wenn ihr das dann entpackt habt, kommt ihr zu diesen vier Daten. Die erste ist die Kick-ROM, die braucht ihr definitiv, um den Amiga zu starten. Die zieht ihr einfach mal rechts ins Fenster rein. Von dem Programm WinUI, klickt auf Start. Dann, ja, verlangt der DirectX, das ist mir gerade sonderlich egal. Dann passiert erst gar nichts. Und dann hinterher verlangt eine Diskette, die geben wir Ihnen auch natürlich, da haben wir es schon. Das ist die Diskette 01.adf, die findet ihr auch natürlich in meinen Dateien, die zieht ihr einfach in das Fenster rein. So, und dann wartet ihr eine sehr lange Zeit. Nun fährt ihr das Zeug erstmal hoch, das dauert alles eine Zeit lang, tut mir auch leid. Aber ihr seht, er lädt es, so wie er es soll. So, das war's eigentlich schon. Nach einer gewissen Zeit verlangt er dann natürlich noch die Diskette 2 und dann auch die letzte Diskette, das ist die Tore-Diskette. Ja, und wenn ihr das alles befolgt habt, dann könnt ihr eigentlich schon loslegen und anfangen, Spaß zu haben. So, dann werden wir das mal beenden. Ja. So. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne noch an mich wenden, falls meine Seite mal down ist. Könnt ihr natürlich unter Mitglieder und dann auch meinen Namen Gabba meine ICQ-Nummer kopieren und mich adden, falls unsere Seite mal down ist. Das kann ja immer mal passieren. Dann kann ich euch das Spiel natürlich schicken. Falls ihr natürlich sonstige Fragen habt, stehe ich euch natürlich auch gern zur Verfügung. Also wie gesagt, wichtig ist nur, dass ihr euch das Programm WinUI runterladet, das installiert, das dann öffnet und dann die Kick-ROM, ja, auch die Kick-ROM einfach nur reinzieht, auf Start klickt und dann ins schwarze Fenster dann, wenn er die Diskette verlangt, sofort die Disk 01.adf hereinzieht und dann könnt ihr eigentlich schon loslegen und Spaß haben. Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen und wünsche euch viel Spaß beim Daddeln. Vielen Dank.